Hallo und da sind wir wieder bei Let's Play Together auf der Westbridge Hills mit den Carbon Modlin 28. Hallo. 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 Kann mich jemand hören? Kannst du mich hören? In Ist der hier irgendjemand? letzten Folge hat der Carbon schön alles gekauft und keiner fährt damit jetzt, ist mir gerade aufgefallen. Wow, wow. Ich sollte mich konzentrieren. Ich komme vom rechten Weg ab. Ja, Kuban ist leicht schwierig. Das ist echt schwierig mit der neuen Mit Engine. dem geht's aber jetzt schon mit Deutsch. Also, ich möchte nicht behaupten, dass super geht, aber es geht besser auf jeden Fall. Aber ich komme nicht zum Kuban. Mich wundert es gar nicht, dass ich so blöd fahre, weil einfach ich muss alles da jetzt gucken, die ganzen Schaufeln, die sie da dran oder was das auch immer ist, ich habe keine Ahnung, Oh. wie nennt man das? Schaufeln. Teller, oder? Ah, nein. Teller, oder? Hinten, die Dinger, was sie dran beim Kuban. Warte, ich muss wieder Außenansicht. Ja, eigentlich so Della oder so kann man es nennen. Wir haben Ja. einfach außen rundherum. Die Gruber-Ding da, die dran sie da, ne? Und die Teile da, die sich da dran, weißt du, das Dingsbums. So Stimmt, nach seit ich dem. das Wort Dingsbums Genau. kenne, kann ich alles benennen, ne? Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. Oh, aber ich merke, ich mache das nicht schön. Aber ich möchte ungern in Helfer bemühen, der ist nämlich nicht ganz billig. Und wir haben die Kohle nicht dafür. Du Momentan schaffst das nicht. schon. 100. Ich probiere es, ich trainiere seit 2 Jahren. Und noch immer schaff's nicht. Ja. Schäm dich. Manche trainieren halt länger. Mann, Herr Born hat etwas länger. Aber das ist wie ein Wein, der wird je älter, also wird desto besser werden. Naja, mal schauen, ob wir dann in 2 Jahren noch einen Fortschritt sehen bei dir. Ah, bis ich. Also ich hab. Das habe ich irgendwann von den letzten Livestreams so quasi das erste Mal erst Kartoffeln gerodet. Das habe ich Nach eigentlich 2 Jahren. auch noch nie gemacht, ganz ehrlich, so wie du sagst, Ja. noch nie. Ich eigentlich auch nicht Kartoffel und wirklich. Zuckerrüben noch nie. Ja, spurlos immer an mir vorbeigegangen. Werden wir alles machen. Wir werden Tiere machen, haben wir schon gesagt. Hier auf dieser Westbridge Hills Map. Wir werden dann auf der Björnholm werden wir dann den Forst machen. Forstmod. Wir werden Bienenhäuser platzieren, Gewächshäuser platzieren, wir werden Windräder platzieren. Kartoffeln, Windräder, die quietschen platzieren, ja. Genau. Ja, hoffentlich quietschen die nicht mehr. Aber nur die, nein, wir werden nur die quietschenden. Genau. Machen wir extra einen Mod, nur quietschende Windräder. Wissen auch, dass sie die Reifen quietschen beim Traktor. Boah, da zuckt's glaube ich dann voll aus. Weil Boah! nicht mehr, nur mehr quietsch, quietsch. Ja, das wäre so mit so Art mit einem Schadensmod. Je älter der Schlepper, desto mehr quietscht er. Das wär's. Wenn du Kohle vernichten möchtest, was du Ja. jeden alle 5 Minuten einen neuen kaufst. Das wär's noch, ja. Ja, da musst du wirklich alle 5 Minuten reparieren, wenn er so ein. Sonst kriegt ein Das ist Gehörschaden. nicht leicht zum Grubern, das ist. Das ist echt arg, ja. So spektakulär. So spät noch, so anstrengend. Ah, ich kann meine These testen. Was kannst du testen? Meine These? Lol, wirklich, da gibt es einen intelligenten WTF. Ist das geil? Da gibt es einen intelligenten Tempomat. Ich habe jetzt weder mein 3er-Tempomat drin. Ich habe einfach nur die W-Taste gepresst und habe den Gepresst. Hubert dort, wo hingehört, in Arbeitsstellung und ich fahre nicht schneller als 10 km/h. Das ist richtig geil. Okay. Habt ihr jetzt verstanden, was ich meine? Ja. Ja, schon Jetzt ist verstanden. es angekommen. Ja, die Leitung nach Kärnten ist meistens ein bisschen, es dauert ein bisschen. Ja, Aber. hey, wir haben nicht das beste Internet hier. Stimmt. Und ihr müsst es doch zwei teilen. Genau. Ja. Nein, ist aber cool. Das ist richtig nice. Also, das ist echt cool verbessert. Ja, Ich bin auf ne, jeden Fall. ja. Positiv überrascht. Allein der Auspuffdampf, dass das alles verschwommen ist, ist so echt genial. Allein das Ja, hat mich die schon Reifen gewundert. empfiehlt. Partikeleffekte. Nice. Yeah! Aber es ist wirklich, dass da so viele Details drin, was verbessert sind, das macht richtig, richtig viel Spaß. Wahrscheinlich geht es dann noch 3 Wochen Grubenland vor dem Arsch, aber jetzt da ist richtig cool. Aber ich hoffe nicht, dass wir 3 Wochen grubern. Das ist halt nicht unser Ziel, sagen wir mal so. Ja, das stimmt. Nein. Wir spielen zwar absichtlich auf schwer. Logisch, weil sonst haben wir halt alles ziemlich schnell erreicht.
könnte schon genau. Ein dauern, aber es soll jetzt nicht jetzt 3 Wochen das gleiche, das wäre kein Nee, nee, also. Nee, das ist. Ja. Man, jetzt haben wir schon drei Parts, der dritte Parts mittlerweile auf einem Feld, aber okay. Naja, ja, naja. Ja, obwohl am Anfang waren es zwei ähnliche Arbeiten, aber eigentlich jeder Part trotzdem anders. Ja, jeder hat was anders gemacht, ja. Naja, wieso? Hier haben wir ja erst den zweiten Part. Den dritten? Ja, jetzt den dritten. Okay. Okay, überredet, überredet. Ja. Ja, es ist halt das Alter, gell? Ja, die ist sowieso. Und weil kein Lidl-Mineral. Doch, ich hab noch einen Schluck, okay, muss man Zaubertrank wieder drin. Ja, nimm bitte, damit das Gehirn ein bisschen ja. Sauerstoff kriegt. Aber ich hab vorher schon gleich Kopfschmerzen gehabt. Und wir haben gekommen, bevor da war. Ich weiß nicht, was war. Es ist gerade so, dass wir schon im echten Leben in der Arbeit relativ wenig wieder oder leider Gottes wenig zu tun haben. Einerseits cool, ne? Des Jahres hin wird's weniger, andererseits. Es Stunden zieht sich dann schon. Na, voll. Ja, das ist ätzend. Wenn man nichts sitzt und nichts tun kann. Ja, ich sitze vor dem Rechner und schaue blöd immer meine selben drei Seiten, YouTube, Facebook und was weiß da. Und das war's dann auch, ne? Naja, solange du das noch kannst, geht's ja, aber denk dir, du bist so in so ein Support-Büro und nur immer in das scheiß Programm da reinschauen und nichts tun, ist halt noch langweiliger. Ich schwöre, ich habe den besten Job, den es gibt. Aber es ist halt gerade im Bereich, wo wir tätig sind, in der Stahlbranche, mager gerade aktuell. Ja. Und das ist halt was ein bisschen schlecht ist, weil wenn das jetzt einmal 2 Wochen so ist oder 2 Monate, geht's nur. Aber wenn es sich über 1-2 Jahre zieht, dann hinauszieht, ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo entweder zu viele Leute sind, ja, und sie das nicht mehr rentiert oder wo sie wieder was ändert. Aber wenn zu viele Leute sind, ist das meistens nicht gut. Na, weil die Frage ist dann immer, wer muss gehen. Ja. Naja, aber in 10 Jahren dann kann ich von YouTube dann leben, dann habe ich irgendwann 10.000 Abonnenten, dann brauche ich das alles nicht mehr nebenbei, dann mache ich jeden Tag ein LS15 Video oder LS2027 oder so, wie es dann heißen wird, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, ja, so. Schwebetraktoren Einzug halten, nicht? Und das Drillen dann über lasergesteuerte Zielsysteme funktionieren. Dann wird es schon der LS-Manager werden. Dann wirst du nur noch managen. Nichts mehr selbst machen. Dann gibt es Roboter. Ja. Ja. Drin. Das ist aber richtig episch. Jetzt werden wir müssen wieder auf abfahren. Schiff, da gibt es keinen Bauernhof mehr, da gibt es einmal ein Mutterschiff. Genau. Und Kühe. Ich flieg mal zum anderen Mutterschiff. Ja, Wahnsinn. Also Ideen haben wir schon mal für die Nachfolger, das ist überhaupt kein Problem. Es ist ja jetzt der erste Tag Release quasi, wir können ja ab morgen schon rein theoretisch über ein LS 17 reden. Eigentlich schon, ja. Unsere Wünsche sind und Anregungen. Ja klar, erster Tag. Wir sollten blicktechnisch einfach unsere Patcher LS17 benennen. Das macht sicher viel Sinn. Also ich möchte einen wildbaren Farmer, ich möchte eine Frau. Das finde ich noch immer schade, dass das nicht eingeführt wurde bis jetzt. Gibt's ja da? Martina, in der Zukunft gibt es keine Mann und Frauen. Da gibt es nur Klone und die sind ohne Geschlecht. Macht ja überhaupt keinen Sinn da. Ja, jetzt wird's eng. Da wird er nur mehr geklont, 2027. Da wird er nicht mehr. Au. Oh. Aber. Machst du? Ja, es hat gerade ziemlich geleckt. Ja. Ja, ja, immer diese Ausreden, ich weiß. Ja, hat sich gespeichert. Weil das wäre alles Bremsen Videos. Macht da Spaß. Wer bremst, der verliert, vergiss nicht. Gib lieber, schau, dass du nicht vom rechten Kurs abkommst. Ich bin aber ein Lenker. Ich sollte aber nicht reden, ich sollte nicht reden. Genau, schau mal lieber, dass du gerade fährst. Nicht bei den anderen beschweren, wenn du selbst nichts gebacken kriegst. Ja, bei mir aufregen. Weil also ich gekrubbert hab da. Du brav arbeiten, Martina. Du machst das immer so gut. Österreich ist stolz auf dich. Ja. Freu. Österreich steht hinter dir. Ich bin trotzdem nur dafür, dass wir Kroatien und Ungarn wieder einnehmen. Das habe ich in einem Livestream mal gesagt. Ja. Dann hätte man wieder Zugang zu Meer und dann kennt man. Ja. Das wäre natürlich auch cool, ja. Dann hätte Urlaub in Österreich wieder ganz andere erfrischende Bedeutung, wenn man Zugang zu Meer die hat. Die Wirtschaft würde auch ein bisschen aufgekurbelt werden, weil ja die Fracht und die Waren alle übers Meer liefern kannst besser. Ja, die ist im Moment bei uns sowieso, das sagen sie, die ist stoppt und da geht nichts weiter. Ja, aber nichts für ungut, Freunde, aber das ist schon wieder, weil ich alles schlecht drehen will. Ja, das ist natürlich auch klar.
Ja, weil dann habe ich diese Alles-Schlecht-Einstellung, dann gehen die ganzen Firmen zurück, weil sie Angst haben, dass irgendwas wieder passiert. Das ist nicht leim. Und ich weiß nicht, wie man so pessimistisch sein kann. Weil dann ist immer jedes Jahr jetzt gleich eine Wirtschaftskrise, nur weil es einmal schlecht rein. Genau. Und man muss ja immer positiv sehen, wenn es schlecht geht, muss das auch irgendwann mal wieder aufwärts gehen. Und wann, da muss man Ziele setzen, die realistisch sind. Genau. Und nicht einfach irgendwelche Wunschmengen oder so, die ausliefern will, produzieren will oder sonst was unerreichbar sind. Man muss ja halt schon ein bisschen realistischer, weil es ist ja immer mehr, und wenn du es nicht erreichst, bist du gleich schlecht oder ist gleich alles schlecht. Das ja, ist es ist halt auch der große Konkurrenzkampf, gell? So mit China und natürlich. So, da hast du auch relativ großen Konkurrenzkampf. Zum Beispiel jetzt nur mal. Ja, ist sehr logisch, aber das ist schon, gibt es halt schon in sehr vielen Bereichen wirklich komische Geschäftspraktiken, die da dazu führen, dass dann insgesamt das Geschäft sehr schlechter wird. Ja. Ich kann jetzt nur als Hauptthema vielleicht so die Transportwirtschaft, also diese Speditionen und so, die da viel fahren. Also da wird ja sehr viel Sachen betrieben, die sich so nicht gehören. Weil nee, auf keinen Fall. Und ich habe so viel vernünftige und coole Chauffeure schon erlebt, LKW-Fahrer, die da mir ein bisschen Preis gegeben haben. Und das sind wirklich arme Hund. Weil wenn du abgesehen davon, dass halt wirklich, je nachdem, ob du im Fern- oder im Nahverkehr fährst, aber du hast da schon wirklich, also als Frechter schon wirklich hart zum Kämpfen. Ja. Mann, ich weiß es, mein Schwager ist Fernfahrer, also. Furchtbar. Du hast nur Druck und nur Stress. Das. Und auch bei den Kleinigkeiten. Wo hätte kostet der Karte lieber kein Semmel, keine Ahnung, 2 Euro. Den Schilling, glaube ich. Boah, das hat aber ziemlich geleckt, ja. Ja, das war noch Zeit, ne? Das ist heutzutage, puh. Aber wenn sich der heute ein wenig auf Verpflegung kaufen muss, das ist ja irre. Er verdient weniger, aber muss dank den super tollen Euro viel mehr für Verpflegung oder ist ja wurscht. Oh, wow, das ist schon ganz schön düster in meinem Trag. Ich meine, ich kann ja mal sagen, mein Schwager verdient Grundlohn weniger als ein Verkäufer. Ja, irre, komplett. Ja. Und bei das uns in Österreich ist ein Verkäufer ca. bei 1100 rum. Ja. Und dein Fernfahrer, der Grundlohn ist weniger. Ja, und stell dir vor, was der für Zeit und für einen Termindruck sowieso hat. Ja, man, er kriegt wohl die Zulagen und das, aber das ist halt auch nicht gerade wirklich ja, für den Stress und das Ganze. Ich hoffe insgeheim einmal, dass irgendwann einmal ein Duscher macht, dass dann gar nichts mehr geht. Und dass einmal so alle munter werden LKWs, wieder. Ja, ja, es muss fast so sein. Weil es geht anders schnell. Es sollten einmal die LKW-Fahrer eine Woche streiken, dann ist Chaos pur. Boah, Alter, oh, überleg ja. Dir mal. Niemand bekommt mehr die ganzen Waren, die Geschäfte, alles. Ja. Ach du Scheiße. Geht gar nichts mehr. Da hast du aber dann fast echt die Wirtschaftskrise dann. Wäre aber, ja, aber ob ich es jetzt schleichend habe und in 2 Jahren wirklich so schäbert mit der Wirtschaftskrise, oder ob ich jetzt eine Woche streike und dann gleich habe, aber es wäre mal vielleicht eine Maßnahme, dass wir streiken aktuell hauptsächlich die deutschen Bahn-Lokführer genau. Und die Piloten. Piloten, das ja. Das ist vielleicht zu wenig. Es ist, macht Sinn. Sicher ärgerst du es als Reisender, aber ja, aber es ist wirklich noch das Reiseverkehr. Das ist noch nicht irgendwas, wo du abhängig bist. Aber so wie du sagst, wenn du Transporte tust, da bist du abhängig. Ja. Dann müssen sie sich was überlegen. Und da wirklich nur die Nottransporte. Keine Ahnung, jetzt blöd gesagt, Bluttransfusionen oder medizinische Transporte, die fahren noch. Natürlich, weil das wäre Käse. Das wäre Katastrophe, aber, wenn das nicht läuft. Aber, ja. Aber ich sag, würden jetzt rein theoretisch Lebensmittelgeschichten jetzt nicht jeden Tag Obst kriegen, dann gibt es nach einer Woche keinen frischen Salat mehr nirgends zu kaufen und dann würden wir mal einige umdenken. Ja. Weil das wäre eine Katastrophe. Eine Woche lang keinen frischen Salat zum Beispiel oder frische Milch. Dann ja. Gibt es nur mal die Halbmilch zum Kaufen. Das kannst du ja quasi über längere Zeit lagern, aber die Frischmilch wäre dann praktisch weg vom Regal. Nur ja. Als Beispiel. Das stimmt. Also irre. Viele Produkte wird es gar nicht geben, Frischfleisch wird es oh. Gar nicht geben. Das kannst du weiter hochdrehen, das ist ja, ja krass. Also das krass, ja. Und dann, ich meine, unwichtige Bereiche, vielleicht wie Elektronik oder so, was wurscht ist, aber diese ganzen Pakete würden dann auch mal Briefe nicht rechnen, wenn oh, da aber man, du musst halt, ja. Du musst halt dann auch weiterdenken, die Bauern, die werden ihre ganzen Produkte nicht los. Die haben viel, was sie wegschmeißen müssen wahrscheinlich. Jeder betroffen. Da ist wirklich eine Masse betroffen dann. Ja. Aber es wäre meiner Meinung nach, wenn ich die Möglichkeit hätte, hier einen Knopf zu drücken, ob es passiert oder nicht, ich würde ihn drücken. Ja. Vielleicht wäre es auch unüberlegt, vielleicht gibt es
wirklich krasse Risiken, außer diese medizinischen Geschichten, die da wirklich ich nicht jetzt bedenke, aber ich würde einmal, ich würde es einfach nur aus dem Grund, dass einmal wirklich wer munter wird. Aber ja, wir können es nicht beurteilen. Was wir auf jeden Fall beurteilen können, ist die Zeit. Und die Zeit sagt, dass 15 Minuten vorbei sind. Genau. Ja, dann würde ich nochmal sagen zum Abschluss, das war eine schöne Runde. Ja. Schaut das nächste Mal wieder vorbei auf den anderen Kanälen, die anderen Ansichten. Haut rein und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss. Tschüss.